Sehr geehrte Fahrgäste, bitte alles einsteigen. Wir fahren los. Die Testfahrt zum OMSI. Unsere gemeinsame Strecke steht an und ich habe die Strecke schon ziemlich weitergebaut. Und zwar zwei ganze Stationen inklusive Plätze und Gebäude und was weiß ich nicht alles steht. Und ich habe mir überlegt, ob wir das so machen werden, dass der Bus bis zu der Station gleich fährt und dann als Spurbus über eine Autobahn fährt. Allerdings bin ich mir da noch nicht sicher. Also Richtung Flughafen oder Richtung Universität oder sowas. Aber das ist nur so eine Idee und ich möchte die Autobahn, auch wenn schon cool, umsetzen und nicht nur dahin pfeffern mit Spur in der Mitte. Ja, die Texturen müssen nachladen, ihr merkt das wahrscheinlich gerade. Mit einer Spur in der Mitte und ja, dass der Bus praktisch wie in Essen, in der Stadt Essen ist es nämlich so, da gibt es die Linie 155er oder sowas und das ist ein Spurbus. In der 145, so war das. Und so habe ich eventuell auch die Idee, dass das dann so der Fall sein wird, dass der Bus über eine Brücke fährt und die Brücke führt auf die Autobahn oder so weiter und so fort. Ich muss da rumfummeln wie verrückt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dieser Strecke und zwar sind wir diesen Abschnitt hier schon gefahren. Ihr seht das, ich zeige euch das alles nochmal. Es hat sich hier noch nichts verändert, außer Oberleitungen funktioniert es inzwischen. Und es gibt da so eine Sache in dieser Stadt mit der Straßenbahn. Moment. So. Und zwar wird die Linie, die wir hier gerade fahren, also die hier parallel zu uns verläuft, die wird abgerissen. Das seht ihr gleich. Deswegen wird hier nach und nach die Straßenbahn verschwinden. Weil der Bus effektiver für die Stadt ist. Und deswegen haben die hier eine Baufirma beantragt, die sich das Ganze hier annimmt. Ich halte jetzt nochmal kurz hier an. Hier habe ich die Haltestelle auch nochmal versetzt und ein bisschen hübscher gemacht. So, ihr seht, der Platz hier an sich ist noch ein bisschen hübscher geworden. So, wenn der Mercedes vorbei ist, können wir losfahren. So, jetzt kommen wir zu der besagten Baustelle. Ihr seht, die Oberleitungen zum Beispiel sind nur bis hier verlegt. Und da wird kräftig am Kreisverkehr gearbeitet. Ich zeige euch das mal. Denn die Straßenbahnschiene soll abgerissen werden. Und das wirkt sich auch auf diese Straße da hinten aus. Also hier wird kräftig gebaut. Allerdings gibt es eine Linie, eine Straßenbahnlinie, die auch tatsächlich noch im Betrieb ist. Und da kommen wir jetzt gleich hin. Ihr kennt ja diesen Platz hier. Hier ist praktisch die Einkaufspassage. Hier werden auch viele, viele Buslinien abfahren. Genau wie an dem Busbahnhof, wo wir gleich hinkommen. So, hier werdet ihr halt etwas länger stehen. Und weiter geht's. Jetzt kommen wir zu dem neuen Abschnitt. Das habe ich ja alles schon gezeigt in der letzten Folge von unserer gemeinsamen Strecke. Komm, ich lass dich vorbei. Ihr seht rechts jetzt laufen so Passanten durch so ein Gebäude. Das ist ein Bug. Das muss ich. Ich habe da aus Versehen eine Straße verlegt. Die muss noch weg. Also vergesst das und beachtet das nicht. Hier ist eine extra Busspur, allerdings, ihr seht, das ist ein bisschen pampig dahin gehauen. Das muss ich auf jeden Fall noch hübscher machen. Das war nur zur Orientierung. Und ihr seht, warum ich hier stehen bleibe. Da oben ist ein kleines Lämpchen, das leuchtet grün, wenn, also das bedeutet dann, dass wir dann fahren dürfen. Deswegen müssen wir ein bisschen hier warten. Vielleicht sieht man ja hier schon die Autobahn. Nee, es führt nämlich eine Autobahn über unsere Stadt. Warte mal, die kann ich euch mal kurz. Ne, die kommt jetzt gleich. Ein kleiner Überraschungseffekt. Da hinten sieht man schon die Lichter der Autobahn. Gegebenenfalls wird man da auch drauf fahren können, aber ich weiß noch nicht, ob das in der ersten Version der Fall sein wird. Vielleicht der Airport Express oder sowas. Ich sage, es dauert hier ein bisschen, bis es grün wird. Jetzt dürfen wir fahren. Und jetzt kommen wir zum neuen Abschnitt. Ich würde das Gewerbepark nennen.
So. Hier ist das Rathaus der Stadt. Oder eine andere wichtige Firma. Da wollte ich mir noch einen Namen überlegen. Da könnt ihr ja in die Kommentare mal was einfallen lassen. Was könnte denn hier drin sein? So, jetzt kommen wir zum neuen und großen Platz. Da wird der, die Linie 508 wahrscheinlich auch enden und dann zurückfahren. Weil wir haben jetzt schon 5 Haltestellen in eine Richtung gebaut. Und über uns seht ihr jetzt jeden Moment die Autobahn. Da oben, diese dicke... Huch, hier müsst ihr aufpassen. Hier ist einseitig... parken hier viele, viele Autos. Da oben die Autobahn. Das wird aber noch ein bisschen hübscher. Gefällt mir noch nicht so. Hier kommt natürlich noch eine Ampelanlage hin. Ich nehme jetzt einfach mal das Recht raus und fahre mal vor. So. Ihr seht, da hinten geht es noch nicht weiter. Das kommt noch. Ich zeige euch den Platz aber gerne von oben. So, und zwar steht da auch schon die Straßenbahn. Das ist hier praktisch so ein kleiner Einkaufsplatz, wo die Leute dann hingehen können. Gegenüber wohnen natürlich auch Leute. Und hier verläuft halt eine Straßenbahnlinie, die zeige ich euch gerne mal. Hier, da ist die Straßenbahnstation. Und die verkehrt dann halt hier hinten über den Platz. Geht es hier weiter und in die Richtung. Oben verkehrt dann die Autobahn noch, das seht ihr, hier könnt ihr die auch nochmal sehen. Da kommen dann noch Schilder oben drauf und so, damit das alles ein bisschen realistischer aussieht. Und ich bin mal gespannt, wie ihr denn, ich zeige euch das Ganze mal von oben. Nee, die Autobahn, die ist natürlich noch so in der, hier ist noch nicht weit. Aber der erste Entwurf steht, die wird auch natürlich getragen, nicht dass sie auseinanderfällt und einfach nur in Luft schwebt. Aber das hier ist der wichtige Platz. Ich glaube, hier endet die 508 und fährt dann zum Busbahnhof, den wir dann bauen. Der soll auch richtig groß werden und so weiter und so fort. Und ihr seht, es ist einiges los hier auf den Straßen. Und es soll halt, das Ziel war halt, eine lebendige Stadt zu bauen. Und ich glaube, bis jetzt kann man schon behaupten, dass das Ergebnis ganz gut geworden ist. Ich freue mich deshalb auf eure Kommentare, wie ihr denn den Platz findet und die Strecke bisher. Und in diesem Sinne sage ich erstmal bis dann und vielen Dank für euer Feedback.